04 empfängt den 1. FC Kaiserslautern. Die Gastgeber zuletzt mit 2 Siegen in Folge. Aktuell Tabellenvierter und gerade mal 4 Punkte hinter Tabellenführer Bayern München. Die Pfälzer dagegen haben 2 Niederlagen in Serie hinter sich. Das bedeutet Rang 16. Trotzdem erwischt der FCK den besseren Start. 6. Minute. Ecke Tiffert. In der Mitte steigt Rodney hoch. Aber Fährmann im Tor der Schalker. Souverän. Großer Aufreger in der 27. Minute. Toller Pass. Schächter auf Kumar. Gegen Fährmann. Kumar wird getroffen. Geht zu Boden. Und was macht Schiedsrichter Sippel? Der zeigt auf den Elfmeterpunkt und zückt glattrot gegen den Schalker Torwart. Hier deutlich zu sehen, Fährmann trifft Kumar. Folgender Strafstoß, Tiffert gegen Ersatztorwart Unnerstall und der sitzt. Das 0:1 durch Christian Tiffert, der Kapitän des FCK mit Saisontor Nummer 2. Und der FCK legt nach, kommt zu weiteren Möglichkeiten, wie hier 45. Minute, Schächter auf Kirch im Strafraum und er geht knapp vorbei. Fehlen wirklich nur Zentimeter. Schalke im Glück. Dann ist erstmal Pause auf Schalke vor knapp 62.000 Zuschauern. Und auch Durchgang 2 ist absolut hochklassig, voller Emotionen. Gerade mal 5 Minuten vorbei. Der Ball kommt zum eingewechselten Jones. Rums. Uah! 25 Meter. Dann diese Reaktion von Kevin Trapp. Unglaublich. Nochmal dieser Hammer von Jermaine Jones. Und Trapp kratzt das Ding noch aus dem Winkel. Gut eine Stunde absolviert. Fehler Rodney. Curado ist auf und davon. Zweikampf mit Rodney und schon wieder Elfmeter. Und auch Rodney kriegt rot, fliegt vom Platz. Wahnsinn, was ist hier heute los auf Schalke? Der fällige Elfmeter, eine Aufgabe für Huntelaar. Tritt an gegen Trapp. Und das ist das 1:1 in der 62. Minute. Klaas-Jan Huntelaar mit seinem 8. Saisontor. Und Schalke ist wieder im Geschäft. Bleibt weiter hochspannend. Noch 18 Minuten. Die Lauter im Angriff über De Witt. Immer noch De Witt. In der Mitte steht Kumar. Per Kopf. Ja. Ja, der ist drin. Das 1:2 Kaiserslautern führt gegen Schalke. Die Vorarbeit von De Witt absolut sehenswert. Lässt gleich 3 Schalker stehen und hat noch den Blick für Kumar, der hier sein erstes Bundesligator erzielt. Schöner Kopfball gegen den Lauf von Torwart Unnerstall. Schalke reagiert wütend, wirft nochmal alles nach vorne. Noch 7 Minuten. Curado, Flanke, Höwedes. Ja! Nein! Den köpft er daneben. Unfassbar! Sprinte eigentlich gut durch, aber ich komme nicht richtig hinterm Ball, sodass ich den Ball einfach nur gerade ausköpfe, sondern hat leider einen zu starken Rechtsrahl gehabt, sodass ich den Ball nicht im Tor unterbringen konnte. Und es war unglaublich ärgerlich, ich habe mich super geärgert über die Situation, weil es der Ausgleichstreffer gewesen wäre. Hier die Zeitlupe, perfekte Hereingabe, Höwedes aus 5 Metern und das ist der Mal wirklich knapp. Die Nachspielzeit, Fehler FCK hier, Raoul, nein! Da ist Trapp noch dran, das ist ja unglaublich. Raoul macht alles richtig und dann haut dieser Trapp so einen Reflex raus und rettet dem FCK den knappen Sieg. Es bleibt beim 1:2, Schalke 04 verliert das packende Duell gegen Kaiserslautern. 3 Tore, Chancen fast im Minutentakt, 2 Elfmeter, 2 rote Karten. Fußballfan, was willst du mehr? Ich glaube, wir hatten heute ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert. Wir haben uns sehr viele Chancen kreiert. Das war absolut positiv heute. Und von daher war Schalke, glaube ich,
nicht chancenlos, aber ich glaube, dass wir es heute sehr, sehr gut gespielt haben. Schalke ist eine sehr spielstarke Mannschaft. Diese Saison spielen sie wirklich einen richtig guten Ball, aber ich glaube, dass wir heute den besseren Ball gespielt haben. Wir waren schon sehr gut, hatten gute Kombinationen, haben in der ersten Hälfte richtige Torschancen. Ich glaube, dass der Schalke auch überrascht wurde, nicht nur Schalke, ich glaube auch alle im Stadion. Das ist dieses Spiel, was der Trainer dann halt gemeint hat, was man jetzt einfach mal braucht, um dann noch mehr Selbstvertrauen für die nächsten Spiele zu kriegen.